seltsame Dinge passieren im Nerd Universe Town. Oder vielleicht auch weniger seltsam. Wir spielen Titan Quest Anniversary Edition. Und einen Livestream habe ich jetzt gestern gemacht. Ohne Voice, aber so, just chill, weil das Spiel einfach auch irgendwie entspannt ist. Ihr seht dem Spiel auch an, es ist schon ein bisschen älter, ist jetzt aber die Anniversary Edition zum 10-jährigen Jubiläum ein bisschen aufgepeppt, verbessert, mit etlichen Community Fixes integriert. Und ich muss zugeben, ich habe es damals nie gespielt gehabt. Und es hatte mich immer gereizt, aber irgendwie kam es nie dazu. Und jetzt vor kurzem habe ich mir gedacht, komm, spielst du es? Und ich muss sagen, das ist richtig geil. Obwohl es eben einfach, man merkt dem das Alter an, aber gleichzeitig ist es auch der Charme. Es hat so ein klassisches Spielprinzip und die Atmosphäre ist halt richtig gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mit der Jägermeisterschaft nicht so zufrieden bin. Beziehungsweise ich habe noch mit einem anderen Char gespielt, einer Frau, die habe ich als Mage gemacht. Und das mache ich jetzt gerade nochmal. Man kann leider offenbar nicht mehrere Charaktere haben. Deswegen mache ich sie hier jetzt nochmal neu und spiele mal nochmal von vorne. Sie war eh nicht weit, war auch Stufe 3, so wie er. Und ja, was machen wir? Dann habe ich sie, hier kann man doch switchen. Hier kann man switchen. Okay, aber komischerweise über das Cloud Save Game hat er das irgendwie nicht ordentlich gemacht. Ist wurscht. Machen wir es einmal so und ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Man kann zwar später eine zweite Meisterschaft dann erlangen und dann so die Klasse auch ausrichten, beziehungsweise den Charakter ein bisschen vielfältiger gestalten, muss das aber nicht, aber ich finde jetzt gerade zu Anfang ist das halt schon ziemlich geil und ja, ist ein komplett klassisches Spielprinzip, also ihr seht es auch gleich, ist aber alles voll vertont, also wenn ich mit denen spreche. Du da, Soldat! Wenn du gekommen bist, um nach Ruhe und Frieden zu suchen, dann wirst du sie hier in Helos nicht finden. Na, also ihr hört es direkt vertont. Und ja, es ist sehr schön gemacht. Also mir gefällt das schon. Es hat eine Seele. Und es sieht mich. Also ich spiel's jetzt, seitdem ich es jetzt installiert hatte, spiele ich schon die ganze Zeit. Ich habe gestern wieder ein bisschen No Man's Sky gespielt. Einfach mir um den Patch 1.3 ein bisschen anzugucken, soweit wie ich eben kam. Weit war das nicht. Es gibt aber viel zu viele Irrungen und Wirrungen dafür, aber. Du hast mein Pferd gerettet. Ja, Titan Quest ist hammergeil. Ich verstehe, warum das doch so einen recht kultigen Status hat. Habe ich jetzt gelernt. Beim Recherchieren zu diversen Themen, Builds und so weiter. Ich habe mal angucken wollte, was ist da so Phase. Und ja, ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Wochen, da habe ich das schon gesehen, dass es im Steam diese Anniversary Edition gibt. Das Wasser in diesen Brunnen ist von den Göttern gesegnet. Und habe dann Let's Plays angeguckt zur Anniversary Edition. Und ja, dachte dann irgendwie, ja gut, irgendwie. Inspiriere mich, damit ich vom. Es hat schon Charme, aber bei den Kämpfen war ich irgendwie nicht überzeugt und dachte, nö, ich glaube, die Kämpfe sind öde. Hallo, Fremder. Ich bin Diomedes. Und jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, dachte ich dann irgendwie doch, ja, aber irgendwie habe ich Bock drauf. Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Und, möge Hermes dich leiten. Es ist so. Also wenn man spielt, rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Ist es mal was ganz anderes, als wenn man es jetzt wirklich nur sieht in einem Let's Play. Und ich packe jetzt direkt den Stab rein. Und wundere dich nicht, dass ich jetzt das Gequatsche mit den NPCs hier überspringe, weil hier war ich schon. Das seht ihr aber nochmal in Livestreams. Also falls ihr stark interessiert seid in dem, was sie sagen, könnt ihr das in dem Livestream-Video euch einmal nochmal angucken. Da habe ich das bereits gespielt. Und, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist auch ein klassisches Spiel. Hier lohnt es sich noch, bei Händlern, NPCs, sich die Waffen zu kaufen. Weil man, weil ich schon merke, so, dass man ja nicht so schnell unbedingt die Beute kriegt, die man jetzt unbedingt haben möchte. Also gerade waffentechnisch. Und ich will sie ja zum Mage machen. Und klar, mit dem Stab hat sie halt eben Arkanschaden, den sie da ausführt. Und ja, sobald sie ein Level aufgestiegen ist, können wir eine Meisterschaft auswählen. Und wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken von diesem Umstand, dass es schon ein bisschen älter ist. Wenn man ihm auch das Alter ansieht, trotz diesem grafischen
Tuning. Aber es macht wirklich einen Heidenspaß. Und vor allem ist es sehr atmosphärisch. Die Musik gefällt mir auch sehr gut. Die Umgebungsgeräusche. Erinnere mich ein bisschen an damals, an die Zeit, als Sacred erschien. Und die Nachfolger waren leider nicht so gut. Sacred 1 war auch übelst verbuggt am Anfang, aber war trotzdem halt ziemlich geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Gerade von der Atmosphäre auch. So auch die Sprüche der NPCs. Da kann man ja gerade in den Wald zum Scheißen gehen und sowas. War einfach witzig. Und hat man jetzt hier ähnlich, jetzt vielleicht von den NPCs und Gequatsche her nicht unbedingt so, aber die Atmo selbst ist halt schon Deluxe. Wir können auch ganz reinzoomen. Geht natürlich auf Kosten der Übersicht. Ihr seht auch, es ist unblutig. Aber ich finde, es ändert nichts daran, dass das halt wirklich gut gemacht ist. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten auch dann, sich eine Klasse auszubauen. Musik, ne? Ziemlich geil. Und was ihr auch machen könnt, was ich ziemlich cool finde, ein schönes Prinzip ist, ihr könnt einfach ein Portal ablegen. Das wird dann demnächst aktiviert. Ich glaube, mit dem nächsten Level kann sie einfach an irgendeiner Stelle in der Welt kann sie ein Portal ablegen. Das bleibt dort so lange bestehen, bis man das Portal irgendwo anders ablegt. Und dann könnt ihr halt eben von den Portalen aus der Stadt euch direkt an diesen Ort porten. Sehr angenehmes Prinzip. So, und der erste Auftrag ist es, finden, besiegen Sie den Satyr-Schaman. Und soweit war ich schon, deswegen weiß ich ganz genau, wo er steckt. Das ist jetzt auch nicht irgendwie zufallsgeneriert oder dergleichen, wie wir es jetzt quasi aus Diablo und Co. kennen. Ich hatte gemerkt, ich bin das so gewohnt, dass da die Map jedes Mal zufällig ist, dass ich da gar nicht groß dran dachte, dass das nicht so ist. Ja, ich bin dann davon ausgegangen, dass ich den Boss und die ganzen Örtlichkeiten wieder neu finden muss. Aber das ist anders. Also ist aber auch angenehm. Ohne Spiel selbst könnt ihr auch Multiplayer spielen. Also es gibt Koop-Möglichkeiten. Ihr könnt auch eigene Spiele erstellen. Hab mir auch gar nicht nachgeschaut, was da alles dann möglich ist, wenn man eigene Spiele erstellt. Ob man da irgendwie noch bestimmte Parameter anpassen kann. Und mit der Anniversary Edition zumindest auf Steam gibt es auch einen, den Steam Workshop. Ihr könnt dort auch Mods erstellen. Dafür gibt es sogar einen hauseigenen Editor von den Machern. Und aber ihr könnt auch direkt natürlich euch auch Mods anderer laden. So. Das ist ein bisschen doof. Jetzt bin ich gerade aufgestiegen. Aber dann greife ich ihn jetzt trotzdem erstmal mit dem normalen Arkanschaden an. Hoffe, ich überlebe das. Könnte eng werden. Na, das geht schon. Das geht. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass kein Schaden angezeigt wird. Also ich glaube, kritischer Schaden wird schon irgendwie angezeigt. Man konnte es zumindest einstellen, aber ihr seht halt keine Schadenswerte, nichts. Das vermisse ich ein bisschen. Aber nun gut, damit müssen wir leben. Keine Möglichkeiten. Ich habe auch schon geguckt, ob jemand vielleicht einen Mod gebastelt hat, wo man das dann sieht, aber bisher habe ich da nichts gefunden. Und die Musik ist halt wunderbar. Passt halt sehr, sehr schön ins Spiel. Und mich wundert aber, dass ich keinen Portalstein habe. Es kann sein, dass ich erst zu dem Portal hätte laufen müssen in der Stadt. Das heißt, ich darf jetzt vermutlich wieder zurücklaufen. Alles halb so wild. Ich habe mal kurz das Inventar. Ich nehme mal noch ein paar Sachen auf, die ich dann verkaufen kann noch. Denn auch hier spielt Gold ist Wahres. Wahres. So, hier seht ihr verschiedene Meisterschaften. 2, 4, 6, 8, 9. Darunter auch Träume. Das werde ich auch noch aktivieren, aber zuallererst beginne ich jetzt mit Erde. Und Erde ist im Grunde genommen ist es ein Feuer. Eine Feuerskillung, die mir sehr viel Spaß macht. Ihr könnt damit mitunter jetzt in den unteren Bereichen auch Waffen verzaubern. Also ihr könnt euch im Grunde genommen auch einen Krieger basteln, der dann noch
dann später mit der zweiten Meisterschaft als Erde dann seine Waffen verzaubern kann, eben durchdrängt die Waffen des Charakters in der nahen Verbündeten mit der Macht von Fels und Feuer. Ihr könnt das so ausbauen, ihr könnt aber auch wirklich komplett in so eine Arcane-Richtung gehen. Da stehen euch ganz viele Wege offen und das wird natürlich noch vielfältiger, wenn ihr dann halt eben noch die zweite Meisterschaft dann auswählen könnt. Und ja, also ich denke, da bleiben keine Wünsche unerfüllt. Das gefräßige Wildschwein. Ja, Wildschweine sind ernstzunehmende Gegner, das wissen wir seit Gothic. Seit Gothic 3. Ich weiß nicht, wie oft ich bei den Wildschweinen gestorben bin in Gothic. Ganzes Dorf platt gemacht mit Orks und allem drum dran. Aber die Wildschweine, da hat eins gereicht, um euch den Angstschweiß auf die Stirn zu treiben. Es ist immer noch ein Running Gag im Web. Du hast den mächtigen Schamanen besiegt? Ja. Erstaunlich. Dein heutiger Sieg ist großartig. Ja. Aber ich fürchte, morgen wird es noch mehr Monster geben. Zumindest ist von der Ernte noch genug übrig, um uns alle zu ernähren. Nimm dieses Gold. Ich weiß, es ist nicht viel. Bitte such den spartanischen General Leon. Genau, wir sollen Leonidas, ja? Den altbekannten Held aus der griechischen Sagen und Mythologie aussuchen. Und hier sehen wir auch, wir sind jetzt in Akt 1. Und er befindet sich hier. Ihr habt keine Hinweise darauf, wie er hinkommt. Ich habe am Anfang ein bisschen gesucht. Aber dadurch, dass hier alles auch trotzdem begrenzt ist, also hier hinter dem Boss komme ich nicht mehr weiter. Hier war das Anfangsgebiet. Und hier ist dann der Weg frei. Und am Anfang bin ich zum Beispiel ganz runter. Und da haben mich die Wachen noch gar nicht durchgelassen. Und ich werde sie jetzt kurz noch mit dem Nötigsten ausrüsten und gucken, was ich mir jetzt aufhebe für später und was ich verkaufe. Bei den vielen Monstern, die überall herumlaufen, solltest du dir besser Waffen und Rüstung feinster Qualität zulegen. Wir können auch die Waffensets wechseln. Na, ich könnte mir auch tatsächlich überlegen, ob ich sie nicht tatsächlich noch mit irgendwie Nahkampf ausrüste, aber ich will sie eigentlich komplett auf Mage skillen. Also soll danach schon, denke ich, die Meisterschaft des Traumes. Einfach schon, weil das natürlich eins meiner Lieblingsthemen ist. Das soll sie dann aber schon können und daher werde ich gar nicht erst großartig Waffenset wechseln im Kampf. Ich werde gucken, dass ich sie direkt mit dem umniete, was ich eben zur Verfügung stehen habe. Können wir verkaufen. Das brauchen wir für später. Stufe 3. Das brauchen wir auch für später. Und den brauchen wir auch. Ich könnte auch die Sortfunktion nutzen, die ist relativ gut gemacht. So, das Gold steigt. Hier boosten wir gleich mal die Intelligenz hoch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bewahre deine Sachen auf. Bis bald. Ich kann deine Ladung leichter machen. Und schaut mal, mit 100.000 Gold könnt ihr den Stauraum erweitern. Das ist aber kein Ingame-Shop. Ihr müsst nicht eure Aktien verkaufen oder eure Organe. Oder anderweitig an Geld kommen. Deine Sachen sind bei mir sicher. Das heißt, die Beschaffungskriminalität steigt nicht mit steigenden Spielerzahlen bei Titan Quest Anniversary. Ich möchte, dass du weißt, dass du unsere Leben gerettet hast. Die Ernte wurde nicht völlig zerstört. Wir werden im Winter... Also sieh mal, das ist noch altes, ne? Normalerweise würde sie sich jetzt umdrehen. Würde man erwarten. Ich denke, dieser Tag... Das macht sie, aber wenn ich jetzt weggehe, dreht sie sich nicht zu mir. Aber alles halb so wild. Also irgendwie... Mir gefällt dieser nostalgische Faktor, mir gefällt das sogar, dass das an manchen Stellen halt eben doch noch so ist, wie es halt einfach früher ist. Oder früher war. Weil einfach der Kern dessen ist diese ein ganz Schreine anderer. Sind sehr alt. So alt. So, jetzt haben wir einen Portalstein. Und jetzt können wir auch, jetzt können wir auch welche ablegen. Das mache ich später, weil wir müssen jetzt dann Möge Hermes dich sicher auf dem Weg nach Sparta begegnen wir jetzt einem Händler. Wir führten unsere Herden nach Hause, als uns ein Ruf... Und jetzt haben wir eine Zusatzquest, wo wir eben in einer Höhle dann den Kollegen von ihm retten müssen. Und das machen wir doch gerne. Gibt XP, gibt Beute. Sind wir dabei. Und auch hier in dem Spiel gibt es Schreine, die euch diverse Buffs verpassen.
Angriffsgeschwindigkeit, mehr Stärke und solche Geschichten, aber auch mehr XP. Und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier oben jetzt in der Ecke auch gleich nochmal so einen Schrein. Das nutzen wir dann auch gleich, weil da etliche Gegner rumstehen. Die können wir dann, da können wir ein bisschen XP leechen. Der Grind ist hart, der Grind ist hart. Das ist alles für den Swag. YOLO Mage. Fidget Spin Stäbe. Wirbeln uns durch die Köpfe? Nee, natürlich nicht. So. Noch ist sie relativ schwach, aber das wird sich noch ändern. Wobei dieser zweite, also dieser neue Skill, Flammenwoge, der macht schon was aus. Hat aber nicht die Reichweite, wie es jetzt der normale Zauber durch den Stab hat. Aber das wird sich schnellstens ändern. Jetzt gucken wir mal. Jetzt ist kein Schrein mehr da. Okay, das ist interessant. Das heißt, für mich, wieder was gelernt. Die Schreine sind zufällige Spawns, stellenweise wohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Schrein war, ein Schrein der Erfahrung. Genau. Schön ist auch, gerade wenn mehrere Sachen in der Gegend sind, ihr könnt da mal anklicken. Dann seht ihr zum Beispiel, dass die Instanz, oder interessante Stellen nennt es hier, ich lese durch Inst, das ist die Höhle, in der sich das Ding befindet, beziehungsweise der Händler, die mir retten sollen, und das ist schon sehr praktisch gemacht. Es gibt auch ein Alles Einsammeln-Button mit A. Mal sammelt sie alles ein und mal nicht. Oftmals irgendwie, vielleicht liegt es auch nur daran, wenn Gegenstände Duplikate sind. Also zum Beispiel, ich habe festgestellt, wenn da jetzt drei Heiltränke liegen, nimmt sie mit A alle auf. Liegen aber jetzt unterschiedliche Sachen, dann nimmt sie nicht auf. Ja, und auch hier habe ich gelernt, also die weißen Sachen kann ich nicht gleich liegen lassen. Beinwickel habe ich noch keine, die zieht sie auch gleich an, wenn sie nicht ausgerüstet hat. An der Stelle. Aber ja, ich brauche das ganze Zeug nicht aufheben, weil es sich einfach nicht lohnt. So, da hauen sie ab. Da ist ein Brunnen der Wiedergeburt, aka Checkpoint. Gehen wir drauf, landen wir genau hier. Und die sind ein bisschen stärker. Ihr seht auch, die haben Mana-Balken noch zusätzlich. Und setzen es zwar ein CC, ist für uns jetzt aber wurscht. Gerade als Mage, Ranged ED, ist das eigentlich total egal. Da hat er Pech gehabt, aber ja, sie sind schon auch anders, die Gegner. Ich war jetzt noch nicht sehr weit, es gab aber schon einige unterschiedliche Gegnertypen. Und jetzt lege ich hier einfach ein Portal ab. Verschwindet allerdings, wenn ich sterbe. Deswegen war der Brunnen der Wiedergeburt schon wichtig. Da blockt uns an. Ich finde es auch total ein spannendes Spiel, ich weiß nicht. Ist auch gerade die Musik noch dazu. Das hat irgendwas sehr Vertrautes. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Wir haben, also wir leben wirklich mittlerweile auch in einem Paradies. Game-technisch wirklich an allen Ecken und Enden gibt es Deluxe-Spiele. Im Grunde genommen in so gut wie jedem Genre ist jeder bedient, eigentlich übersättigt. Und
Also mir geht's so, es gibt mehr Spiele, als ich Zeit habe. Und gute Spiele, die sich lohnen zu spielen. Und ich weiß auch viele, die mir noch überhaupt nicht im Bewusstsein sind, die mir noch nicht untergekommen sind. Und nichtsdestotrotz, solche alten Spiele, klar, ist getuned, aber es, vom Kern her sind es immer noch klassisch alte Spiele. Deluxe einfach. Es hat einfach was, hat eine Atmosphäre, eine Seele, die mich einfach antreibt zu spielen, die mich das spielen lassen will. Und das ist schon sehr faszinierend, finde ich. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Leuten, die alles Geld der Welt haben und trotzdem bevorzugt einen Oldtimer fahren und halt kein Königsegg oder Lamborghini Diablo Handmade Edition. Falls ihr versteht, was ich meine. Also ich finde, jeder tut sich damit einen Gefallen. Lauscht meinen Worten. Geht ab und zu echt mal hin. Kramt euch irgendein altes Spiel raus oder sucht euch eins raus. Was euch rein vom Kern interessiert und spielt sie einfach mal. Und ihr werdet merken, verdammt. Ein menschliches Gesicht. Miyakiro Toro hatte recht. Die Dinger machen Spaß. Das ist der Kern der Sache. Und ja, jetzt haben wir ihn gerettet. Wir werden jetzt auch ins Dorf zurückkehren. Und ja, wir beenden das Video auch an dieser Stelle. Hier kurz noch zum Beweis. Sie geht hier rein und portet sich zurück. Und das ist das Ende dieses Videos. Aber es wird noch weitere Videos geben. Mit der guten Yavuna und mir. Und wir schauen uns an, wohin die Reise weiterhin führt in Titan Quest Anniversary Edition. Und falls ihr Interesse an Livestreams habt oder einfach auch Kommentare habt, vielleicht Veteranen seid in Titan Quest, Tipps habt, Ideen habt, schreibt sie mir einfach in die Comment-Section. Ich bin immer dankbar dafür. Und ein kleiner Tipp, zieht euch die Hellblade Senua's Sacrifice Videos rein von mir. Vor allem der letzte Livestream war sehr, sehr spannend. Ist aber auch das Finale, also Spoiler-Gefahr. Das sind die letzten 2 Stunden oder 2,5 Stunden des Spiels. Aber das war äußerst emotional, äußerst spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Da danke ich auch nochmal Halvi, Lucy, LMSD und Sasuke für die Teilnahme, für die wirklich tolle Teilnahme auch am Livestream, die da mitgefiebert haben und mit denen es einfach auch sehr viel Spaß gemacht hat, sich mit ihnen zu unterhalten. Erneut waren ja einige Livestreams, wo sie dabei waren. Und das lohnt sich wirklich. Ich weiß, es gibt viele Gameplay-Videos da draußen, aber ich glaube, dieser Livestream war schon insofern einfach besonders. Also zieht ihn euch rein. Ansonsten, wie gesagt, Titan Quest wird es auch noch wieder ein paar Videos zu geben. Jetzt kurz vor meinem Urlaub werde ich ein bisschen gemütlicher fahren. Kann also sein, dass ihr jetzt nicht unbedingt den Output bekommt, wie ihr ihn sonst gewohnt seid. Spätestens nach meinem Urlaub, der ab Donnerstag dann beginnt und dann zum 3. September, 4. September endet, dann bin ich wieder zurück in Deutschland landen, wird das natürlich wieder den typisch Nerd-Universigen Output geben. Ich danke euch fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal.